genau dort am Schwedenkreuz. Achten Sie mal auf den gelben Thomas Winkelhock in Mini, verliert den Wagen und dann geht's richtig ab. Achtfacher Überschlag. Wir dürfen gleich vorwegnehmen, ihm ist praktisch nichts passiert, selbst ausgestiegen. Hier bricht das Heck aus, er korrigiert ganz leicht, kriegt einen Touch vom Burgstaller, der kann aber auch nichts dafür. Dann mit dem Einhängen im Gras geht's ab in die Rollen. Trifft ihn nie an der Fahrerseite, auch nicht am Dach. Sieht sehr spektakulär aus, aber Gott sei Dank noch einmal in der Zeitlupe. Gott sei Dank ist das Ganze sehr glimpflich ausgegangen. Aber das kann passieren bei Tempo in dem Fall von rund 200, 210 Stundenkilometer. Das ist eine der schnellen Stellen am Nürburgring. Tommy Winkelhock ist nach diesem wirklich spektakulären Flug selbst aus dem Fahrzeug ausgestiegen, auch über die Leitplanke rüber. Und das war eigentlich das größte Wunder an diesem Zwischenfall. Er sagte nachher zu unseren Kollegen,